Ein Flugplatz ist ein riesengroßer Platz, viel größer als ein Tennis- oder Fußballplatz, weil so ein Düsenjäger, wenn er aufwärts faucht, halt doch noch mehr Platz als ein Mittelstürmer braucht. Und immer wenn die Flitzer kommen und gehen, kann man natürlich kein Wort verstehen. Darum lässt man die Flieger dort schalten und walten und es werden nur selten Vorträge gehalten. Paulchen, der von diesem Lärm sehr animiert, überlegt sich, wie ein Leben als Pilot wohl wäre. Kaum gedacht, von dem Gedanken schon verführt, nähert er sich einer leeren Weltraumfähre. Man kennt das schon, wenn der, auf was sein Auge hat, folgt auf das Auge haben doch sofort die Tat. Was ist denn das? Von Ahnung keine Spur, für jeden Weltraummeter eine eigene Uhr. Nun sitzt er drin, es hilft kein Lamentieren, da kann man nur die ganzen Knöpfe durchprobieren. Da braust das Ding los, hast du einen Ton? Er wollte es erst lernen und er konnte es schon. Leb wohl denn, liebe Mutter Erde, es geht zu den Sternen. So weit von dir wollte ich mich ehrlich nicht entfernen. Aber schau, ich komm wieder, du hast es geschafft. Und was geht schon über deine Anziehungskraft? Wer würde sich da nicht erschrecken, wenn er gerade einkauft oder Wagen pflegt, wenn mit mal um ganz vertraute Ecken nur 4 Meter hoch ein Düsenjäger fegt? Wenn die Autofahrer auch nur ahnen würden, was wir wissen, dass er gleich durch diesen Tunnel rast mit Affenzahn, hätten sie bestimmt das Steuer sofort rumgerissen. Na, jetzt sage ich gar nichts mehr. Sie haben es getan. Wenn man wie Paulchen durch die Lüfte geschwirrt, versteht man, dass dadurch der Geist verwirrt. Und dass man es gar nicht merkt, zumindest doch sehr spät, wenn man schon wieder lange auf der Erde geht. Wenn der Schwanz im Auspuff brennt, bleibt davon nur das zurück, wovon man sich so schwer nicht trennt. Höchstens mit leicht umflortem Blick. Schnell den Riemen eng geschnallt, denn wenn es nun diesmal knallt, werden wir mitsamt dem Sitz rausgeschleudert wie der Blitz. Zwar geht es erst hoch ein Stück, aber dann geht es zurück. Jetzt sollte man natürlich wissen, wie man die Fallschirmleine reißt. Ich reiß, du reißt, er hat gerissen, wie es schon in der Grammatik heißt. In der Beschreibung hat er stehen, bevor du reißt, zähl erst bis 10. Der Schirm geht auf, was zu beweisen war laut Garantieschein für 2 Jahre. Es lag mit dem nicht an dem Fabrikate, das Paulchens Zählwerk Ladehemmung hatte. Und dass da schon 2 Polizisten stehen, kann auch mit rechten Dingen nicht zugehen. Doch weil der Paul von Uniformen nicht viel hält, gibt er, ganz prophylaktisch, schon mal Fersengeld.